Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir haben das letzte Mal hier das blöde Vieh, was uns aus dem Hinterhalt angegriffen hat, noch erledigt. Verrottetes Fleisch nehme ich gerade eh nicht mehr. Aber wir werden schon wieder attackiert. Da kommt dieser komische Knilch. Da hinten steht so ein blöder Wetter. Ich sehe es schon kommen. Wir fallen gleich noch tot um, weil irgendwie. Glaube, ich sollte vielleicht einfach mal laufen gehen. Den müssten wir doch eigentlich abhängen, oder? Ich bin infiziert. Ich bräuchte Honig. Den haben wir, glaube ich, in der Base. Erstmal gucken, dass wir jetzt hier wegkommen, weil sonst kommen wir wirklich nicht mehr lebend irgendwo an. Ja, ich habe anscheinend auch Knochen gebrochen. Benutzen. So. Was ist, wenn man so nicht absolut irgendwie nicht aufpasst? Das ist echt frustrierend gerade so ein bisschen. Weil ich gerade irgendwie immer die ganze Zeit penne. So, wir sind bei Tag 12. Wir haben noch 2 Tage. Ah, ja, ich habe gebrochenes Bein. Ich muss gerade mal gucken. Schiene. Schiene? Nee. Nein, selbstgebautes Maschinengewehr wollte ich auch nicht. Mist. Wo waren diese blöde Dingsschiene? Konnte ich die nicht selber bauen? Und wenn ja, was brauche ich? Die war, wo war sie denn eigentlich? Wie hieß das Ding? Gipsschiene? Da ist sie doch, Schiene, genau. Ich brauche ein Klebeband. Yay, habe ich nicht. Mist. Vor allen Dingen versuche jetzt mal ein Klebeband zu finden, wenn du es brauchst. Das geht in die Hose, es ist nämlich keins da. Dann müssen wir halt jetzt so gucken, dass wir zurück in die Base kommen. Es ist auch immer schön, dass ich irgendwie total übersehe, wie die Zeit verfliegt. Und immer meistens eine Viertelstunde länger mache, als ich überhaupt möchte. Aber wenn man mal in dem Game drin ist, vergeht die Zeit irgendwie so schnell, das ist echt der Wahnsinn. Hatte ich schon gelootet. Ja, unsere Bäume wachsen und gedeihen hier, wie ihr seht. Das ist also echt super. Da können wir demnächst definitiv mal. Wow. Ja, doch, habe ich gerade noch geschafft. Wahrscheinlich ein bisschen holzen gehen, abholzen gehen. Wollte übrigens hier draußen, glaube ich, noch ohne drum bauen, ne? Wollt noch so viel und wir haben schon bald die Nacht 14. Ich hoffe mal, dass wir es dann schaffen, auch zu überleben. Nicht wie beim letzten Mal. Da mal schon mal ein Teil weg. Erbärmlich zu krepieren. So, schauen, gibt es hier was? Nein. Wie gesagt, ich prüfe das ja jetzt erstmal alles immer so, indem ich erstmal gucke, ob alles so weggeht. Weiß es aber auch gar nicht. Doch, hier unten ist der Honig. Ja. So, wir nutzen dann jetzt einmal den Honig. Einen benutzen. So, sehr schön. Dann benutzen wir einen Gips. Warum kann ich den zurzeit nicht verwenden? Ich denke, ich habe gebrochene Knochen. Oder wie sehe ich das gerade? Ich gucke gerade mal nach. Was haben wir denn da? Verstauchtes Bein nur. Okay, dann nehmen wir vielleicht nur die Schiene. Die kann ich auch nicht ver. Okay. Ja, wenn die Schiene nicht möchte und der Gips nicht möchte, scheint es nicht so schlimm zu sein. Das Ding schmeißen wir mal hier rein. Das schmeißen wir hier rein. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das bleibt auch hier. Das kann hier rüber.
Den hier nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal mit. Irgendwo das Fleisch gehört nach draußen. Einmal. Bam, 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 bam. Bam. Nein. Hier sind die Rezeptbücher. Das ist sehr schön. Das heißt, hier sind meine Händlerklamotten. Nein, das bleibt hier. Das geht dahin. Das geht dahin. Das geht da. Das geht darüber. Fleisch ist draußen. Immer noch, ja. Das Testosteron-Extrakt. Extrakt, exakt. Exakt, das Extrakt. Ja. War eigentlich der Meinung, ich hätte irgendwo dieses Testosteron-Gedönse schon. Weil das ist ja nicht unser erster Bär, den wir hier zerlegt hatten. Aber das Spiel sagt anscheinend nein. Okay, keine Ahnung. Steroide. So, dann gehen wir jetzt nochmal raus. Fleisch macht er nicht, weil wir Fleisch schon so viel haben anscheinend. Oder schon voll haben. Daraus könnten wir vielleicht viele tolle Sachen machen. Aber ganz ehrlich, wir gehen jetzt erstmal gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal. Verstauchtes Bein. Bei einem getrocknet oder gebrochenen Bein führen. Das ist gar nicht gut. Okay, hiermit könnte man. Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden 400%. Stoppblutung 100% und Schnittwunden nähen. Ja, das hätte ich vorhin vielleicht mal gebraucht, als ich Schnittwunde hatte. Jetzt habe ich keine Schnittwunde. Also. Okay. Ja, wie gesagt, hier, das wollte ich definitiv noch. Wie viel haben wir? 360. Ich glaube, ich mache das jetzt gerade mal eben. Ah, ich weiß, wo der Fehler lag. Kleinen Moment. Da ist der Hammer. Ich wollte upgraden, bevor ich hier... Das war's. Das war das, was ich definitiv noch machen wollte. Bevor ich das da hochziehe. Oder eine zweite Wand hochziehe. So. Okay, wir haben jetzt wieder ein Level ab. Noch 900, okay. Ich glaube nicht, dass wir damit die ganze Rundung schaffen, wahrscheinlich. Vor allen Dingen auch ein drittes Mal. Ich muss ja da oben auch noch ziehen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gleich unser Waldstückchen ein wenig weitermachen. Haben wir nämlich nachher auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube, wir müssen demnächst noch weiter upgraden hier. Aber dafür brauchen wir dieses, was war denn das jetzt? Steine, Zement, keine Ahnung. Kurz gucken, das war mir nämlich schon fast klar. Hier da oben hat ich noch nichts drauf. Steine zurück. Nein, Kacke. War jetzt natürlich wieder ein
Fataler Fehler. Nein? Schitte. So was. Oh ne. Och Mann, wie war denn das jetzt wieder? Man konnte doch hier. Konnte man doch. Nein! Oh, ich und meine. Ne? Ich will die ja nicht aufheben. Ich wollte die ja eigentlich. Ich bin so doof, echt. Ah, er war's, genau. Kopie. So. Da wollte ich noch gar nichts machen. So. Da rein so. Schön ab. Das dann weg. Weil wir müssen ja jetzt hier auch zumachen. Ja, ich weiß, einige Leute haben mir schon gesagt, dass ich viel zu groß baue, aber ich habe vor, hier drinnen auch noch ein Loch auszuheben. Dann auch noch Stachelfallen reinpacke, noch eine zweite Mauer hier hinten zu ziehen, obwohl das passt gerade auch nicht. Nee, das passt alles nicht, zumindest jetzt nicht für die Erde, für die nächste Nacht. Ich muss gucken, wie ich es jetzt mache. Ich muss jetzt erstmal gucken und überlegen, was ich mache. Also früher hatte ich es zumindest so, dass ich hier noch eine, da noch eine Mauer hatte, hier noch eine Fallengrube. Die hintere natürlich mit Stein und Beton aufgewertet. Aber das werde ich jetzt definitiv nicht in den nächsten 2 Tagen hier beim Ausbau der Base schaffen. Da ich zum einen nicht mehr wirklich viel Holz habe und zum anderen nicht wirklich die Kapazitäten, das Ganze hier abzugraden mit Beton und Stein und keine Ahnung und Stahlbeton oder was auch immer. Das wird also definitiv erstmal nicht passen. Wir müssen definitiv gleich mal raus. Er war's. Hallo, er? Er. Ach ne, ich muss ja erstmal. Oh. Nein, das auch nicht. Ich nehme das hier. Er, Copy. So, genau. So, falsche Richtung. Da lang. Ich muss gleich eh nochmal raus. Ja, sag ich ja, ich habe keine Bretter mehr. Wir müssen jetzt erstmal raus unser Wäldchen abkloppen. War so eigentlich auch nicht geplant jetzt. Ich habe immer noch Verletzungen. Wir reparieren das mal eben. Sehr schön. Dann können wir jetzt unser Wäldchen looten gehen. Da. Oh ja, Onkel. Du bist verletzt, ich weiß. Oh, scheiße. Ja, hätte ich vielleicht doch mal gewartet, hätte ich vielleicht Glück gehabt. So ein Mist. Also ich sehe gerade wieder, ich war ja noch bei 40 Sekunden oder so. Dadurch, dass ich jetzt gesprungen bin, habe ich wieder 1 Minute 30, so ein Mist.
das, was wir jetzt gleich hier abholzen, können wir natürlich auch direkt wieder draufhauen. Also hier Pflanzen meine ich natürlich. Ja, eigentlich im Übrigen jetzt auch sofort machen. Wir können direkt aufforsten eigentlich. Ich ändere das hier mal kurz, weil dann brauche ich nur kurz hin und her machen. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt schon wieder drei Farmen mehr als das, was wir überhaupt gebraucht haben. Wir kommen also gleich ein bis zwei Stufen direkt schon mal wieder weiter. So. Natürlich geil, wenn wir irgendwie so eine Motorsäge mittlerweile finden würden oder herstellen könnten, dann würde es noch um einiges viel schneller gehen. Aber gut, dann braucht man natürlich ewig den Sprit wieder, was natürlich auch so seine Tücken hat. Aber wir kriegen das schon hin. Also wir haben ja jetzt schon 7 Samen mehr, als wir eben überhaupt hatten. Das heißt, man kann hier echt, wenn man so eine Baumplantage sich pflanzt oder so, kann man eigentlich direkt... Habe ich den Baum eigentlich hingesetzt? Und das müsste der sein, ne? Kann man die Bäume natürlich direkt viel weiter wegsetzen und irgendwann ist man, weiß ich nicht, wie weit weg. So. Man kann natürlich auch erst alle Bäume abholzen, dann pflanzen. Was jetzt im Prinzip schneller ist, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz viel Bauholz. Doch, habe ich gepflanzt, ja. Deshalb mache ich das jetzt eben mal so. Aber wir brauchen ja ganz viel zum Aufwerten. Noch viel mehr, um wieder aufzuhüpfen. Aufzustellen. Deshalb wird das jetzt mal eine relativ, ja, vielleicht langweilige Folge, weil wir jetzt einfach nur noch Bäume kloppen. Aber es gehört zum Spiel dazu, es muss sein. Weil sonst kommt man halt hier nicht weiter mit Baseball. Das ist halt das Problem hier. Was heißt das Problem? Es gehört eigentlich zum Game. Also auch im normalen Falle müsste man ja irgendwie Holz hacken, um überhaupt was bauen zu können. Und vor allen Dingen muss man natürlich auch Sachen pflanzen, um Ressourcen zu bekommen. Uah, kalter Kaffee. Es kommt davon, wenn ich zu viel quatsche und zu wenig Kaffee trinke.
Und es dauert halt seine Zeit, ne? So, hä? Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Na, keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Aber wenn ihr seht, wie wir beim letzten Mal hier auf diese Ausdauerschiene da gefahren sind, dadurch können wir jetzt eigentlich Holz hacken, ohne Ausdauer ganz immer zu verlieren. Was natürlich jetzt auch gerade einen riesen Vorteil bringt. Wir müssten mal eben die Schaufel reparieren. Gut, dass wir Reparatursets haben. Zwar nicht mehr allzu viele, aber wir haben noch. Und bei Gelegenheit muss ich auch mal gucken, ob wir das nicht selber sogar herstellen können. Es bringt natürlich auch relativ gute XP. Also ihr seht, wir hatten ja eben erst ein Level up und sind ja schon fast wieder beim nächsten Level up. So, wir sind jetzt mittlerweile eigentlich schon hier, ne, so wie ihr seht. Wir haben jetzt schon 19 Samen übrig. Das heißt, ich könnte gleich, möchte ich aber nicht, 19 Bäume weiter gerade auspflanzen, was ich aber wirklich nicht so toll fände. Deshalb sammle ich die Samen, die gleich auf jeden Fall übrig sind hier. Die könnte man nämlich dann, aber das mache ich dann heute nicht oder vielleicht in der nächsten Folge. Die könnte man nämlich dann nach links in die Richtung pflanzen. Also man könnte noch in die Richtung hier pflanzen. Vielleicht. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht können wir nämlich sogar das komplette Haus da wegreißen. So. Und da einfach wirklich mal so einen kompletten Wald hinhauen, den wir vielleicht gebrauchen könnten. Den wir dann vielleicht auch nicht jedes Mal komplett abholzen müssten. Da muss ich dann echt mal Gedanken drüber machen und bei Gelegenheit einfach mal schauen, wie wir das dann treiben. So, wir haben jetzt schon wieder 23 übrig. Ich habe Hunger und natürlich nichts zu essen dabei, was natürlich wieder super läuft. Da habe ich eben nicht aufgepasst. So, wir haben jetzt schon wieder über 3000 Holz. Das heißt, wenn wir da jetzt wieder runtergehen, haben wir 7000 Holz. Dann können wir hier in die Richtung das nächste Mal noch pflanzen. Ums Haus drumherum. Wir können vielleicht das Haus demnächst irgendwann mal abreißen. Also ich weiß, dass es komplett geht. Man kann nur ein komplettes Haus anscheinend wegmachen. Bis auf die Grundmauern, also bis alles weg ist. Man kann alles verwerten. Habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Würde ich aber ganz ehrlich mal irgendwann ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in der Staffel mache oder irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber ja, das wäre schon witzig. Könnte man mal so ein komplettes Haus da wegmachen und einfach mal einen kompletten Wald oder so dahinhauen. Dass ich jetzt nichts zu futtern dabei habe, ist auch wieder semi-produktiv. Oder besser gesagt kontraproduktiv, aber. Ich hoffe, das haut einfach mal hin hier jetzt.
Also ich werde jetzt auch heute nicht alles hier abholzen. Links, das lassen wir jetzt stehen. Wir machen nur noch diese Baumreihe hier. Dann werde ich mal gucken. Scheiße. Ja, das liegt daran, dass wir nichts zu futtern haben. Das heißt, ich laufe jetzt erst nochmal zurück. Wir werden uns was zu futtern holen. Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das Futter da gelassen habe. Also bis jetzt habe ich ja immer irgendwas mitgenommen. Ey. Vor allen Dingen, wir haben ja im Moment eigentlich auch relativ viel oder genug zum Futtern. Ich müsste es eigentlich nicht da lassen. Wir haben hier einmal den Blaubeerkuchen, wir haben die Pommes, wir haben das Trinken. Wir nehmen jetzt einfach mal das gekochte Fleisch und benutzen es. In der Feuerstelle haben wir sogar noch Wasser, jede Menge. Oh, das ist... Ja, grillen und kochen müssen wir auf jeden Fall noch. Schauen wir jetzt mal, dass wir schnell wieder darüber kommen und das eine noch abholzen, die eine Reihe. So. Wir haben aber anscheinend immer noch Hunger, so wie es aussieht. Weil sonst wird das uns nicht anzeigen. Das heißt, wir futtern jetzt gleich auf jeden Fall nochmal was. Vielleicht ja jetzt einfach mal den Blaubeerkuchen oder so mal schauen. Blaubeerkuchen. Nahrung 45, Gesundheit, keine Ahnung. Ja, wir machen das mal. Maximaler Ausdauerbonus 20%. Ne, falsche Richtung. So. Dann geht die Luzi jetzt hier ab. Wir haben jetzt 1 Million, keine Ahnung was. Nee, natürlich nicht so viel, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Ausdauer, können vielleicht dadurch jetzt ein bisschen schneller weiterarbeiten. Weil je mehr ich mir das gerade so überlege, desto interessanter finde ich eigentlich die Idee, mal so ein komplettes Haus abzubauen, zu zerlegen, das Dach. Müsste eigentlich jede Menge Holz bringen. Die Mauern vielleicht Steine oder auch Holz. Und die auf jeden Fall Teine, wenn ich das gerade richtig sehe. Also ich denke mir mal, das könnte echt ziemlich viele Materialien geben. Eisen und sowas bringt hier die Klimaanlage oder was auch immer das sein soll. Oder Kamin oder ich weiß es nicht. Dürfte auf jeden Fall interessant sein. So, da neu pflanzen. Weiter geht's. Ja, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Dann müssen wir bei Gelegenheit. Denke mal, für die dritte Nacht werde ich mal gucken. Also für die dritte Blutmondnacht werde ich mal gucken, dass wir uns irgendwie einen Tunnel oder sowas bauen, den wir dann im Notfall zur Flucht nutzen können, falls wir es nicht schaffen, uns richtig zu verteidigen. Also so ein Notgedönse hatte ich immer. Meistens war es einfach nur irgendein Tunnel, den ich eigentlich gegraben habe, dadurch, dass ich unterirdisch halt auch nach Erzen gesucht habe und nach Steinen. Ich weiß gar nicht mehr, was war es denn? Eisen und na halt die ganzen Sachen, die man da brauchte. Ich
komme jetzt nicht mehr drauf, was es alles war. Es war Eisen, es war, glaube ich, Erz oder so. Metall? Nee, okay. Jetzt ist meine Ausdauer irgendwie schneller runter, als ich, Also das hatte ich ja eben nicht. Also entweder arbeite ich jetzt gerade schneller oder ich weiß nicht, was das ist. Das Problem ist, durch das ganze Abgeholze, man hört, also ich höre zumindest kaum, ob hier ein Zombie in der Nähe ist und kommt oder doch oder wie auch immer. Es ist ziemlich, ja, merkwürdig, sage ich mal. So. Ja, wir haben noch ein paar Bäumchen vor uns. Aber auch diese Metallaxt geht ziemlich schnell kaputt. Finde ich gerade so ein wenig. Wir kriegen auf jeden Fall mit dem Metallzeug mehr. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Mehr. Material raus, als wenn wir mit den Steinäxten und sowas hier kloppen. Falsche Richtung. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Nahrung, das, Gesundheit, das, maximale Ausdauerbonus. Den habe ich doch eigentlich schon oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade auch nicht, warum die Ausdauer hier nicht so schnell regeneriert wie eben. Weil eben waren wir genauso zügig unterwegs. Das ist schon echt gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich ja sagen. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Aber gleich schon mal gucken. Was wir schon an Holz zusammen haben. Ja, knapp 6000. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber hier in dem Spiel braucht man halt ganz viele Ressourcen. Vor allen Dingen ganz, ganz viel Holz. Holz ist immer das Wichtigste, genauso wie Steine. Vier Bäume oder so sind es, glaube ich, noch, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Ja, wir kommen, glaube ich, knapp auf 7000 oder so. Ernsthaft? Ist echt nicht wahr, dass wir überhaupt nicht hinterherkommen und... wir sind fertig. Weil wir hatten ja vorhin schon mal von der anderen Seite gearbeitet. Wir hätten jetzt 45 Samen übrig. Das heißt, wir könnten 45 Bäume in die Richtung bauen. Was ich aber jetzt definitiv, wie gesagt, nicht machen werde. Wir laufen jetzt erstmal zurück und verbessern die Base dann weiter. Wo bin ich denn jetzt da irgendwo? Aber ich denke mal... Nein, nicht Baumpflanzen. Mann. Base will ich verbessern. So, aber ich denke mir mal, wie gesagt, so, das hier ändern. Wo ist denn das jetzt? Oh, wir haben sogar 6700, keine Ahnung, was gekriegt. Wo habe ich sie da?
Da rein. Hier noch das machen. Okay. Na, ich glaube, ich fange mal hier drüben an. Hatte ich denn da jetzt auch schon? Komm, die mache ich nachher alle nochmal neu. Ja, hatte ich schon. Gut, das heißt, ich muss jetzt hier nochmal upgraden. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal beenden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, wäre es schön, wenn ihr mir ein Abo da lasstet. Da lassen würdet. Es kostet nichts, kostet kein Geld, tut nicht weh. Mich würde es freuen und ihr würdet mich damit auch ein bisschen unterstützen. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen. Und in diesem Sinne sage ich einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Der Falli.